Der Felsendom ist der älteste monumentale Sakralbau des Islams. Er steht seit 1300 Jahren auf dem Tempelberg in Jerusalem, wo sich auch die Al-Aqsa-Moschee befindet. Ein weiterer heiliger Bau für gläubige Muslime. Von hier aus soll der Prophet Mohammed seine Himmelfahrt angetreten haben. Der Tempelberg ist deshalb nach Mekka und Medina die drittheiligste Stätte für Muslime. Für Juden ist der Tempelberg ebenfalls eine wichtige religiöse Stätte. Nur hier, wo der im Jahr 70 von den Römern zerstörte zweite Tempel stand, soll eine direkte Verbindung zu Gott möglich sein. Die Klagemauer an der Westseite des Plateaus dient bis heute als zentrale Gebetsstätte der Juden. Für die Sicherheit auf dem Tempelberg ist die israelische Polizei zuständig. Sie hat eine Anordnung erlassen, die es Juden und anderen Nichtmuslimen zwar erlaubt, den Tempelberg zu betreten, beten dürfen diese hier aber nicht. Für die meisten Juden ist die Regelung kein Problem. Sie sind sogar völlig dagegen, das Gelände zu betreten, um das Allerheiligste nicht mit den Füßen zu beschmutzen. Ultranationalistische Juden versuchen dagegen immer wieder heimlich auf dem Tempelberg zu beten. Solche Vorfälle sorgen regelmäßig für Spannungen mit Muslimen.